Weißt du, das Kappel, also, wo muss ich in die Kamera, muss in die Kamera schauen. Die Hand weg da, du musst die Hand weg da. Da lassen die Hand auf der Hantel. Da lassen die Hand auf der Hantel um. Ich bin so streng. Darwin pfeift die Austrian Giants. Darwin pfeift den Wildauer. Selbst Stärkungs. Sag mal dein Kabel aber bitte. Hey, ich bin Darwin Geisler, bin Strongman seit 20 Jahren. Wir sind heute in der Aktivwelt da, wir machen einen ASF-Wettkampf. Strongman ist, ich glaube, Strongman kann ich am besten erklären, wir bewegen Objekte, was eigentlich jeder ein bisschen identifizieren kann. Weil ich glaube, es hat ja jeder schon mal einen Sprit ausgegangen oder ein Auto umgeschoben oder was. Dann weißt du, was da dahinter ist, wenn du einen LKW siehst. Und ein Bierfassel. Jeder hat einmal bei einer Fischl irgendwo ein Bierfassel dran. Jetzt ist das Bierfassel aber 10-mal so schwer. Nicht? So, jetzt haben wir einen Jan Tretenbrein bei einem Überkopfmädchen. Und jetzt ist das erste mit 65 Kilo, das Fass. Ganz leicht gestemmt, das zweite mit 70 Kilo. Ganz leicht, immer auf den Pfiff warten. Der Athlet muss das überkopf. Jetzt der Ballonsechsler. Also der Jan schaut einen übermäßigen Kraftüberschuss zu haben. Und der wird die Disziplin unbedingt gewinnen, den Baumstamm in einem Zug durchgeschafft. Ein Wahnsinn, jetzt die 65 Kurzhantel. Überkopf mit einer Hand und eine Leichtigkeit. Der schaut aus, als würde er nochmal das Ganze durchmachen wollen. Ein Wahnsinn. Neuer Athlet, super tolle Leistung, Bestzeit. Wahnsinn. Ich bin der Martin Wildauer, ich komme aus Langkampfen. Mache Strongman seit 15 Jahren mittlerweile. Ein paar internationale Wettkämpfe habe ich auch schon gemacht. Also 9-mal habe ich jetzt den stärksten Österreicher gewonnen. Ich habe einen World Champion-Titel im Strongman gewonnen in 2014 und bin halt bei etlichen internationalen Veranstaltungen immer unterwegs und zwischen 15 und 20 Wettkämpfen pro Jahr. Are you ready? Ja, wir haben drei Gewichtsklassen, bis 90, bis 105 und Schwergewicht. Starten aber alle mit dem gleichen Gewicht. Wir starten mit dem LKW-Ziehen, also 7,5 Tonnen, Zugmaschine auf 20 Meter mit Abklatschen am Boden, ein Tauwerk vorgespannt und dahin geht's. Danach geht es gleich weiter mit dem Jockrace. Das sind 280 Kilo, was man auf die Schultern tragt. 20 Meter, da geht es um Zeit. Dann haben wir Überkopf-Medley, das sind zwei Bierfasseln, unterschiedlich schwer, 65, 75. Dann haben wir einen 90er Hängerachsen. Dann haben wir einen 100 Kilo Baumstamm und die 65er Hantel. Jetzt auch um Zeit. Dann haben wir Koffer dran, das heißt 20 Meter um, Koffer anstellen, umdrehen und wieder retour. Jetzt sind wir bei der letzten Disziplin vom heutigen Tag, die Atlas Stones heißt es. Wir haben drei zur Auswahl, 130, 150 und 160 für die Athleten. Die müssen ganz einfach aufgehoben werden und über diese Stange drüber geworfen werden. Ist halt einfach die klassische Strongman-Disziplin. Ja, einfach eine lässige, brutale, brachiale Disziplin, wo es einfach um Rohkraft geht.
Atlaston aufheben, drüber werfen und die meisten Wiederholungen mit dem höchsten Gewicht gewinnen. Resümee vom Wettkampf. Ich finde, es war ein geiler Wettkampf. Die Athleten haben Hammerleistungen gebracht. Der Nachwuchs in Österreich ist schon brutal stark jetzt mittlerweile. Ich bin narrisch zufrieden.